war Maler, Zeichner, Fotograf, er war Bildhauer, Installationskünstler, er hat Schriften verfasst, Gedichte, er war Sänger, er war Schauspieler, Performer, also er hat in ganz vielen verschiedenen Medien gearbeitet und eines seiner wichtigsten Medien oder sein wichtigstes Medium war die Sprache. Ja, Martin Kippenberger ist ein deutscher Künstler, der 1953 in Dortmund geboren ist. Sprache war bei Kippenberger deswegen so wichtig, weil seine gesamte Kunst eigentlich im Sozialen sich inspiriert und entsteht. Dieses G wie NZ, HZ bedeutet große Wohnung mit Zuhause. Das ist eine Kunst, die eben im Sozialen, im Zwischenmenschlichen entstanden ist. Und er hat zum Beispiel auch 1979 schon gesagt, warum malen, reden? Reden ist ja viel besser als malen. Malen dauert ja viel zu lange. Gedicht Nummer 2. Dabei dreht es sich um die Kunstwelt. Der Maler, der malt. Der Koch, der kocht. Die Kinder, die schreien. Wer wird uns was leihen? Ich ertappe mich selbst dabei, wie ich heute in unserer Zeit manchmal die Aussprüche von Martin zitiere, weil sie einfach so passend sind, ja, zu vielen Dingen, die jetzt passieren. Und genau das ist eben auch der Punkt der Ausstellung. Diese Kombination von Bild und Sprache, die gibt es in dieser Menge und in dieser Qualität, glaube ich, von kaum jemandem. Nämlich mit Sprache, die auch was aussagt. Ja. Die Ausstellung legt einen Schwerpunkt auf Sprache im Werk von Martin Kippenberger. Was großartig ist, denn das hat noch niemand gesagt und Sprache war für Martin ganz, ganz wichtig. Ja. Er war unglaublich begabt, sprachlich. Man sieht einfach, was für eine unglaublich facettenreiche, intelligente Person, intelligenter Künstler er war. Das ist eine Arbeit, die er 1976, 77 in Florenz eben malt, wo er hingeht, um Künstler zu werden und wo man schon sieht, dass eben dieses Durcheinander an verschiedenen Stilen, an verschiedenen Quellen, derer er sich bedient, das ist eigentlich das, um was es durchwegs geht bei Kippenberger. Hier, das ist ein sehr schönes Beispiel auch schon für Schrift. Per Quenot, das ist die Eisdiele, in der Kippenberger sich am liebsten aufgehalten hat in der Florentiner Zeit. Er beschließt eben, dieses Uno di Voi zu machen, um eben einen Bilderberg abzuarbeiten, der dann in gestapelter Version seine Körpergröße ergeben soll. Und das macht er damals in Antwort oder als Reaktion auf Gerhard Richter, der zu dieser Zeit ihm auch seine grauen Bilder malt und den er als professionellen Künstler schon sehr stark bewundert in dieser Phase. Jetzt gehe ich in den Birkenwald, in meinen Pillenbirkenwald. Die Installation besteht aus einer Reihe künstlicher Baumstämme und 86 Holzpillen, die da am Boden ganz lose verstreut werden. Und Kippenberger nimmt natürlich mit dieser Installation Bezug auf den Wald, wie man unschwer erkennen kann, und die Rolle, die der Wald spielt in der deutschen Romantik, eben zum Beispiel so über allen Wipfeln ist Ruhe. In dem Wald allerdings ist überhaupt keine Ruhe, sondern in dem Wald geht es um Medikamente, um Drogenmissbrauch auch. Und zusätzlich haben wir Bilder an die Wand gehängt, in denen Kippenberger Bezug nimmt auf die deutsche Nachkriegsgeschichte, zum Beispiel in dem Bild hinter mir. Das ist ein Gemälde, das aus einer Reihe von konstruktivistischen Formen besteht. Und das Gemälde heißt, ich kann beim besten Willen kein Hakenkreuz entdecken. Das ist eben ein sehr schönes Beispiel eigentlich dafür, wie Kippenberger einerseits mit dieser Bildebene, andererseits aber auch mit dieser Bildtitelebene, also der Textebene, zusammenarbeitet. Wenn man sich dieses Bild anschaut, wird man vielleicht lose an sowas wie Konstruktivismus oder Kubismus erinnert, also Stilperioden der Kunstgeschichte. Wenn man dann allerdings den Titel liest, erschließt sich natürlich ein sehr sarkastischer, böser Humor und will damit natürlich auch zeigen, dass Kunst also nie irgendwie eine einfache Lösung anbietet für das Publikum.
hat sehr stark in Werkserien und Werkblöcken gearbeitet, wie zum Beispiel Fred the Frog. Da gibt es ein Künstlerbuch, es gibt Gemälde, es gibt eine Skulptur, einen Frosch am Kreuz. Also da wird ein Gedanke von ihm aufgenommen, mit dem er sich beschäftigt, und der wird dann in viele verschiedenen Medien überführt. In einer Ausstellung, die Sprache gewidmet ist, dürfen natürlich auch die Bücher nicht fehlen. Und Kippenberger hat zu Lebzeiten ganze 149 Bücher produziert. Wobei bei den Kippenberger Büchern geht es um alles andere als um ein klassisches Buch. Das kann man teilweise auch schon in den Buchtiteln erkennen, wie zum Beispiel hier, wo er eben das Buch nennt: Wer diesen Katalog nicht gut findet, muss sofort zum Arzt. Er hat eigentlich das Medium Buch über weite Stellen auch ad absurdum geführt. Also zum Beispiel hat er im Merbe Verlag, das ist ein Verlag, der eben für Theorie- und textlastige Publikationen berühmt ist, ein Buch aufgelegt, das heißt Frauen. Und das Buch besteht nur aus Fotos und da ist keinerlei Text. Also er hat sogar am Cover seinen Namen nur auf Kippenberger reduziert, um eben dieses Wort Martin noch einzusparen. Kippenberger hat für diese Installation 11 Bilder in verschiedenen Formaten entworfen und diese Bilder sind einzufugen in die Wand. Das heißt, wir mussten für diesen Raum Wände vor unseren Wänden aufziehen, dann Ausschnitte schneiden und in diese Ausschnitte die Bilder einpassen und nahtlos verfugen in einer sehr minutiösen Detailarbeit, die unser Team wirklich ganz hervorragend gemacht hat. Die Vorlage für diese weißen Bilder, das sind Blockzettel von einem 9-jährigen Buben. Diesen Buben hat Kippenberger gebeten, einen Kippenberger-Katalog durchzuschauen und die Bildtitel aufzuschreiben und daneben zu schreiben, sehr gut. Und er hat aber nicht die Bildtitel abgeschrieben, sondern er hat einfach aufgeschrieben, was er auf den Bildern sieht. Er karikiert natürlich damit sowas wie Bewertungskriterien für Kunst. Das Ganze wird dann auch ins Englische übersetzt und so lesen wir zum Beispiel hier auf dieser Leinwand nur very, 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 very good. Ein Objekt eben dieser Ausstellung ist dieser Schneewittchensarg, auf dem ein Sprechfenster montiert ist mit Luftlöchern, so wie man das eben auf einem Beamtenschalter auch kennt. Und über diesem Sprechfenster steht hier Versprechen auf Deutsch und darunter hier Misunderstanding. Also auch hier dieses Umgehen mit Worten oder mit Schrift auf dem Objekt und eine Bezugnahme auf Übersetzung oder eigentlich eine Fehlübersetzung und auch das Spielen mit so Begriffen wie Verständnis oder Unverständnis oder Missverständnis, was eben das Werk von Kippenberger beim Publikum auch sehr oft produziert hat. Ja, in dem Objekt, das ist ein Multiple, das heißt das Ende des Alphabets, wo er natürlich auf Konzeptkunst und Minimal Art, die auch als ABC-Kunst früher bezeichnet worden ist, Bezug nimmt. Ja, Kippenberger bezieht sich natürlich da auch auf dieses Diktum vom Ende der Avantgarde, vom Ende der Malerei, also all das, was es ihm geheißen hat schon. Und er macht eben etwas profaner das Ende des Alphabets zu seinem Kunstwerk oder zu seinem Inhalt. Und ist aber eigentlich hier nicht mit XYZ am Ende seines Lateins, sondern geht da sehr, sehr leichtfüßig und humorvoll auch mit sowas Schwerem wie Konzeptkunst um. Gedicht Nummer 3 in verkürzter Form, aber das ist eigentlich mein Hit. Und das ist folgendermaßen, volle Konzentration, ich bitte das Rauchen einzustellen. Ist lecker, Patek schmeckt auch. Kippenberger hat eigentlich eine Arbeitspraxis gehabt, die wir heute als Social-Media-Benutzerinnen und Benutzer alles so ein bisschen uns selbst angeeignet haben. Er hat das aber schon einfach zu einem Zeitpunkt, wo Social-Media noch kein dran denken war, so propagiert. Also er hat in Medien gearbeitet, wie er hat Sticker verteilt in großer Auflage, hat mit Plakaten gearbeitet. Er hat einfach sozusagen die Welt um ihn herum kippenbergerisiert und eingenommen und irgendwie auf einem breiten Klavier von Aufmerksamkeit auch gespielt. Und dabei hat er es aber
geschafft, einfach diesen sprichwörtlichen Nagel so oft auf den Kopf zu treffen.